Er wollte wohl einen wenig befahrenen Schleichweg nehmen, um einer Polizeikontrolle in der Silvesternacht zu entkommen. Aber die Fahrt endete dennoch mit hartnäckigen Nachfragen der Polizei. Ein offenbar betrunkener Autofahrer hat sich in der Neujahrsnacht einen kuriosen Unfall im Bremer Stadtteil Huchting geleistet. Anschließend wollte er noch nicht einmal die Verantwortung übernehmen. Der Mercedes war von der Spur abgekommen. In der Unterführung in der Bundesstraße 75 war er zunächst den betonierten Wall emporgeschleudert. Erst dann hinter den Betonstützen des Brückenbauwerks abseits der Straße zum Stehen gekommen. Ein Zeuge hatte daraufhin die Polizei gerufen. Der Mann, der aus dem Auto stieg, wollte aber unbedingt verhindern, dass die Polizei dazukommt. Als die Beamten eintrafen, behauptete er, ein Bekannter sei gefahren und abgehauen. Die Polizisten halten diese Erklärung aber eher für eine Schutzbehauptung, um von der eigenen Alkoholfahrt abzulenken. Der verunfallte Mercedes konnte erst durch die Unterstützung der Feuerwehr aus seinem ungewöhnlichen Versteck befreit werden. Den Fahrer erwartet nun ein empfindliches Verfahren. Dieser Start in das Jahr ist also gänzlich misslungen.